Ja, liebe Freunde der seichten Unterhaltung, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Heavy Rain für die PlayStation 3. Ja, letztes Mal haben wir es geschafft, mit Ethan über den Bahnhof zu gehen und quasi an dieses Schließfach dran zu kommen. Und da war ein Schuhkarton drin. So ein Schuhkarton hat ja auch der Werte Hassan bekommen, als er von dem Verlust seines Sohnes durch den Origami-Killer eben halt heimgesucht wurde und hatte eben halt schon von so einem Schuhkarton berichtet. Mal schauen, was jetzt hier im Motel für uns weitergeht. Oder wie es für uns weitergeht. Wollen wir mal schauen. Wir werden mal fortsetzen. Ich habe mich bewusst wieder so leise gestellt, liebe Freunde, damit eben halt das Spiel im Vordergrund steht. Wir sind wieder im Motel, das haben wir ja schon alles gesehen. Dass Ethan wohl im Motel untergekommen ist, jetzt so lange. Da sitzt er auch. Ich möchte nicht wissen, was ihm durch den Kopf geht. Kurios, kurios, natürlich alles. Habe ich den Karton in das Schließfach gelegt? Ich erinnere mich nicht. Der Karton aus dem Schließfach. Was wird drin sein? Ein Schuhkarton. Wo ist die Verbindung zu Seans Verschwinden? Ha. Wo könnte die nur liegen? Ich bin ins erstbeste Motel gegangen. Was ist denn da im Schrank drin? Okay. Nicht sehr viel Sinnvolles. Ich muss ihn öffnen und sehen, was drin ist. Ja, würde ich auch sagen. Setz dich mal vor diesen Schuhkarton, Ethan. Merkwürdig auf jeden Fall. Also, er wird auch nervös. Das sieht man ja eben halt an den Auswahlentscheidungen. Was zum... Mann. Eine Origami-Figur. Sind Sie bereit, Mut zu zeigen, um Ihren Sohn zu retten? Joes Werkstatt, Parkplatz 4988 Roosevelt Avenue, Lexington. Und eine Karte. Kurios, haben wir das schon mal? Was ist mit dem Handy? Ethan Mars, da ist eine Karte von ihm. Wo sein Name draufsteht. Was soll das denn sein? Spielt ein Video ab. Hilfe! Dad! Sean! Wo bist du? Ach du meine Güte. Mir ist so kalt! Dad! Dad! Wie weit würden Sie gehen, um jemanden zu retten, den Sie lieben? Ich glaube, Ethan wird bis ans Ende der Welt gehen. 5 Origami-Figuren. Jede Figur ist eine Prüfung. Jede Prüfung liefert Buchstaben. Die Buchstaben offenbaren eine Adresse. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist die erste. Werden wir doch mal der ersten Figur ganz dringend nachgehen. Die Pistole? Ja gut, für den Fall der Fälle. Die anderen Figuren packen wir in den Schrank, in den Karton. Okay. Packen wir hier drunter, Leute. Würde ich erstmal sagen. Schnell raus hier. Oh Mann, das ist aber schnell. Okay, er geht von selbst. Ganz schnell losfahren hier. Oh Mann. Also scheint wirklich ein Killer hinter ihm her zu sein. Es ist nicht Ethan selbst gewesen zu sein. Wieder ein Bonus. Und wir sind jetzt wieder hier dieser Norman Jaden. Der Mörder ist weiß, zwischen 30 und 45. Er handelt nicht spontan, sondern plant seine Taten sehr akribisch. Er hat nichts gegen die Opfer persönlich. Er bedeckt die Gesichter mit Schlamm, so sind sie anonym. Und warum bringt er sie um, wenn er nichts gegen sie hat?
Sie sind für ihn nur Abbilder, Symbole. Er gibt ihnen wohl deswegen eine Origami-Figur und eine Orchidee als Geschenk. Eine Art Entschuldigung für das Verbrechen. Interessant. Und was bringt uns das? Für die Verfolgung eines Täters muss man sein Verhalten kennen. Sowas gibt es vielleicht im Fernsehen, aber hier geht es um ein Menschenleben. Weiter, Jaden. Sehr merkwürdig. Ein Detail ist mir besonders aufgefallen. Die Zeitspanne zwischen dem Verschwinden des Opfers und dem Auffinden der Leiche beträgt 3 bis 5 Tage. Es fallen immer 15 cm Niederschlag, plus minus 10%. Und was soll das heißen? Alle Opfer ertrinken in Regenwasser. Der Mörder tötet nur im Herbst, da regnet es viel. Vielleicht steckt er sie in eine Art Brunnen oder Tank, der oben offen ist und Regen reinlässt. Je mehr es regnet, desto schneller sterben die Opfer. Dann habe ich mir die geografische Lage der Fundorte angesehen. Den ersten Mord verüben Täter meist in der Nähe des Wohnorts, um bei Problemen einen sicheren Rückzugsort zu haben. Gewinnt der Täter mehr Sicherheit, bewegt er sich auch weiter weg. Ich habe die Orte, an denen die Opfer entführt wurden, genau analysiert und einen möglichen Wohnbereich des Täters eingegrenzt. Und wie groß ist dieser Bereich? Im Moment 10 Quadratmeilen. Ah, gut. Da leben ja nur ungefähr 10.000 Leute. Wollen Sie sie einzeln vernehmen? Je mehr Hinweise, desto kleiner wird der Bereich. Wir können ihn mit den Verdächtigen abgleichen und so den Mörder ermitteln. Und wie geht's weiter? Die Profile von 2 Verdächtigen könnten passen, auch bezüglich des Aktionsradius. Ich möchte sie befragen. Oh Mann, das ist reine Zeitverschwendung. Der Killer läuft frei herum und wir sollten zusehen, dass wir ihn finden. Der Killer ist kein gewöhnlicher Mörder. Intelligent, organisiert und methodisch. Sie werden ihn wohl kaum beim Streifefahren finden. Sagen Sie mir, Agent Jaden, haben Sie Ihren riesigen Erfahrungsschatz aus der Praxis oder nur aus verdammten Schulbüchern? Ich will den Mörder schnappen. Und genau das werde ich tun. Mit oder ohne Ihre Hilfe. Blöder Wichser! Das reicht jetzt! Sie sagten, 15 cm Niederschlag tötet die Opfer. Wie viel Zeit haben wir noch? Wenn der Wetterbericht stimmt, keine 72 Stunden. Wen Sie da besuchen? Naja. Keiner da. Das war reine Zeitverschwendung. Wir sollten trotzdem mal einen Blick riskieren. Es ist keiner da. Wer weiß. Jetzt schon. Kann mir nicht vorstellen, dass das legal ist. Und wenn schon? Auf jeden Fall hängt da ein Kreuz. Da hängen viele Kreuze. Komischer Typ. Dieser Nathaniel Williams ist wohl ein Mann Gottes. Ein gottesfürchtiger Idiot, der auf das Ende der Welt wartet. Da ist niemand. Wir haben ihn vor ein paar Monaten wegen Ruhestörung im Park schon einmal verhört. Er ist total ausgerastet. Okay. Sagt, er hört Stimmen. Glaubt in seinem kranken Kopf, dass ich der Antichrist bin und ihn hier auf der Erde verfolge. Was für ein Spinner. Auf jeden Fall sehr, 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 sehr gläubig. Nathaniel Williams ist unser Hauptverdächtiger. Er wurde schon verhört und lebt exakt im Bereich des Geoprofils. Kein Durchsuchungsbefehl, kein Problem für Blake. Er meint, mit seiner Dienstmarke kann er sich alles erlauben. Alle Anzeichen einer mystisch-obsessiven Neurose kombiniert mit Verfolgungswahn. Man muss kein Profiler sein, um zu merken, dass er kein Killer ist.
Wir verschwenden nur Zeit. Er nimmt eine Auszeit von der Wirklichkeit, verkriecht sich in der abgedrehten Wohnung. Oh oh, diverse Tabletten. Für die wohl alle sind? Wer weiß, Antidepressiva? Es ist stickig hier. Die Fenster sind seit Jahren nicht geöffnet worden. Das ist also sein Unterschlupf hier. Finde ich schon ein bisschen merkwürdig, oder Leute? Jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir uns mal überlegen. Was macht der da? Der hat echt lange, weil der kloppt überall die Türen auf. Der hat wirklich keine Skrupel. Was ist denn hier? Auch wieder solche, so viele Tabletten. Auch wenn es anscheinend alles homöopathische Mittel sind. Das ist schon wirklich sehr suspekt, was der alles hier hat. Also, ich finde es ja nicht feierlich, was der alles hier so vor Ort hat. Ja, nicht toll. Nichts abgewaschen. Also das ist aber absolut nicht rein. Auch so viele Tabletten. Der Typ ist tablettenabhängig. Scheint gläubig zu sein, aber auch extremst tablettenabhängig. So kommt es mir vor. Gucken. Moment. Nee. Einmal wieder hier. Komm, einmal darum. Würdest du dich bitte wieder umdrehen? Danke. So. So viele Kreuze hier. Oh, da scheint die Person zu kommen. Er hat seine Tüte fallen lassen. Gutes Timing, Nathaniel. Genau der, den wir suchen. Engel und Himmelswächter, schützt uns. Agent Norman Jaden, FBI. Ich hätte ein paar Fragen an Sie. Gott ist mein Zeuge. Ich habe nichts getan. Ich schwör's. Ruhig bleiben. Niemand wirft Ihnen etwas vor. Wir wollen nur reden. Nathaniel, wissen Sie noch, wo Sie letzten Dienstag um 16.30 Uhr waren? Hier. Ich war hier, betend. Den ganzen Tag. War jemand bei Ihnen? Nein. Nein, ich war allein. Warum all diese Kreuze? Fürchten Sie etwas? Die Stunde ist nah. Der Zorn Gottes kommt über die ganze Menschheit. Ich warte auf das Ende der Welt. Arbeiten Sie, Nathaniel? Haben Sie einen Job? Meine einzige Arbeit ist das Gebet zum barmherzigen Gott für die Erlösung der Menschheit. Und die Stimmen, Nathaniel. Hören Sie die Stimmen immer noch? Wir wissen, wer zu Ihnen spricht, nicht wahr? Wir beide wissen das genau. Nicht den Namen. Ich muss etwas tun. Blake will ihn weichklopfen. Aber was bringt das Geständnis, wenn er es schafft? Ich kann es nicht sagen. Wir dürfen was will Blake reden. Nur? Warum macht er ihn so fertig? Ihm, nicht wahr? Ich muss Blake aufhalten. Er geht mehr, zu weit. Nicht wahr? Vielleicht weiß Blake ja doch, was er tut. Nein. Nein. Hören Sie auf. Er wird kommen. Er wollte auch das Kind aus dem Park. Was soll das? Die Stimmen quälten sie die ganze Nacht lang. Sie wollten nur, dass sie aufhören. Nicht wahr? Was macht er? Das reicht. Lassen Sie ihn in Ruhe. Stopp. Das reicht. Der Kerl hat eine scheiß Angst vor Blake. Er hält ihn wirklich. Sie haben den Jungen am Verstand verloren. War es nicht so? Nein. Nein. Stopp. Stopp. Sie haben sie umgebracht. Gestehen Sie endlich, Sie Dreckschwein. Sie sind der Antichrist. Waffe runter, ich werde sie zurück in die Hölle schicken. Er ist Satans Sohn. Er soll uns alle vernichten. Herr Gott, nochmal. Los! Ich kann ihn einerseits verstehen. Waffe runter! Los! Konzentrieren Sie sich auf meine Stimme. Hören Sie nur auf meine Stimme. Dämon! Du sollst bedauern, dem Gesandten Gottes zu begegnen. Du sollst die göttliche Macht erfahren. Bleiben Sie ruhig. Alles wird gut, Nathaniel. O Allmächtiger, hilf uns im Kampf gegen das Böse. Schütze uns vor der schlauen List des Dämons. Möge der Allmächtige die Macht seines Reiches offenbaren.
und die göttliche Kraft Satan und andere böse Geister auf der Jagd nach Seelen in die dunkelsten Abgründe der Hölle schicken. Scheint irgendwie ein bisschen psychisch. Und jetzt die Waffe runter. Auf den Boden. Jetzt zurück. Langsam. Er macht es. Die Waffe runter. Runter, Nathaniel. Scheint es echt zu machen. Die Hände hinter den Kopf. Umdrehen. Normalerweise... Verdammt! Im Namen des Herrn, weiche von ihm, Satan! Okay, Spinner, die Show ist vorbei. Sie sind verhaftet. Es war verdammt cool unter diesen Umständen. Ich hätte ihn erschossen. Eine Waffe löst nicht jedes Problem, Blake. Ich habe das Gefühl, dass Blake hier vielleicht absolut nicht, der falschen aber Meinung meistens ist. Hilft sie. Ich habe das Gefühl, dass Blake hier nicht den richtigen gepackt hat. Der hat einfach nur irgendeine Person gesucht, der er was anhängen kann. Der ist ja sowieso nicht unbedingt von diesem Fall erbaut. Wenn ihr mich fragt. Ha. Merkwürdig. Merkwürdig, das Ganze. Sehr, sehr merkwürdig. Selbstkontrolle. Wahrscheinlich, weil wir ihn nicht umgebracht haben. Ich habe ihn nämlich beim ersten Mal erschossen. Okay, wir sind wieder Scott Shelby. Mal wieder mit seinem Wagen. Naja. Wo sind wir hier? Susan Bowles, Mutter des letzten Opfers des Origami-Killers. Sie könnte etwas über die näheren Umstände zum Tod ihres Sohnes wissen. Kein Asthma im Moment, wunderbar. Der Inhalator ist in der Tasche für alle Fälle. Ach, guck mal, das Kindchen. Oh nein. Babygeschrei und keiner reagiert. Sieht nicht gut aus. Keine Antwort, ein Babyschrei drin, kein guter Anfang. Gar nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Wie kommen wir nur da rein? Ich sollte mich umsehen. Es sollte noch einen anderen Weg hineingeben. Oh Mann. Das ist gar nicht gut. Aber warum lässt er sich so viel Zeit dabei, hier um die Tür zu gehen? Das ist doch nicht gut. So. Vielleicht komme ich hier irgendwie rein. Ah ja. Oh je. Armes Kind. Ich kann doch nicht so ein Baby so schreien lassen. Vor allem, wo ist die Mutter? Das geht ja mal gar nicht. Mrs. Bowles? Jemand da? Oh mein Gott. Vorbei. Ich kann nicht mehr. Kümmern Sie sich um mein Baby. Moment. Warte, Kleines, ich muss erst die Mama finden. Na los, ich muss das Haus durchsuchen. Vielleicht ist es nicht zu spät. Kinderzimmer. Mrs. Bolt? Mrs. Bolt, sind Sie da? Na? Mal ganz schnell da rein. Nicht, dass sie sich was antut oder so. Oh mein Gott. Scheiße. Nein. Kann doch nicht wahr sein. Mrs. Bowles. Mrs. Bowles, hören Sie mich? Oh nein. Aufwachen. Aufwachen. Arme Situation hier. Das ist eine blöde Situation. Das arme Kind. Schnell irgendwie ablegen. Scheint noch nicht zu spät zu sein. Irgendwie scheint wohl noch Regung da zu sein. Ich rufe den Notarzt. Nein,
Ich will nicht ins Krankenhaus, bitte. Okay. Haben Sie was zum Verbinden da? Ja, ich glaube schon. Okay, nicht bewegen. Bin sofort da. Oh Mann. Wo ist nur das Verbandsmaterial? Verbandszeug ist bestimmt im Badezimmer. Da. Nein. Mal sehen. Ich brauche das. Und das. Und das. So. Schnell, sie verliert Blut. Beeilung. So. Da haben wir alles. Ich bin da, Susan. Alles wird gut. Ich passe auf sie auf. Ich brauche mehr. Es blutet noch. Bleiben Sie wach, Susan. Susan, hören Sie mich? Oh, Susan, nein. Bleiben Sie wach. Können Sie mich hören? Nicht perfekt, aber es reicht. So, schnell es verbinden. Mann, ey. Dass sowas natürlich bedrückend ist, ist klar. Dass sie sich das Leben nehmen will, finde ich doch schon ziemlich heftig. Mehr kann ich nicht tun. Das sollte reichen. Zum Glück sind die Wunden nicht tief. Hey, wie geht es Ihnen? Okay. Wie soll es hier wohl gehen? Mein Baby. Mein Baby braucht mich. Gut. Sie bleiben da. Ich schaue nach dem Baby. Okay? Oh Mann. Können Sie das? Mit dem Baby? Na klar. Ich bin Detektiv. Ich kann alles. Aber kein Kindergartenkopf. Sie heißt Emily. Okay. Okay. Mami überlebt fürs Erste. Jetzt kommt der Nachwuchs dran. Ja, komm. Dann kümmere dich mal um die Kleine. Oh je. Doch nicht mit den Händen. Versteh erstmal die. An dem Wasserhahn. Oh Mann. Das kann was geben. Ich hätte, glaube ich, erstmal einen anderen Wasserhahn benutzen sollen. Das ist ja wirklich nicht unbedingt so nonplusultra-hygienisch. Würde ich sagen, soll ich die Flasche vielleicht mal mir angucken? Nee, die kann ich noch nicht nehmen. Oh je, Mensch, Emily, nicht weinen. Super. Hallo, Emily. So, ja. Was haben wir denn für ein Problem, hm? Oh, ich glaube, ich weiß, was das ist. Ich auch. Das war ja mehr als eindeutig, würde ich sagen. Naja. Da sind die Kies eben halt bekannt, nicht? In dem Alter. Ja, komm. Komm, du kleiner Stinker. Du kleines Stinkelein. Okay. Wie ging das nochmal? Ja. So. Ja, genau. Ja, fein. Das ist Spaß, ne? Das ist Spaß. Ja, genau. Da hast du Spaß, ne? Genau. Na bitte, alles wieder frisch. So. Das ist besser. Stimmt's, Emily? Ach ja, ist das schön. So, du kleiner Pupsi. Was hey, ist denn jetzt? Was ist los? Wir hatten das doch im Griff. Was hast du? Vielleicht hat sie Hunger. Ich werde mich mal einfach mal. Warum weint sie? Ich frage Susan. Sie weiß, was zu tun ist. Nein, brauchst du nicht. Sie wird bestimmt. Ich mach das Ding mal lieber warm. Ja. Sie wird bestimmt Hunger haben. Vielleicht hat sie Hunger. Na klar. Jetzt weiß ich, warum du schreist, kleines Zimtsternchen. Mutter Shelby eilt zur Hilfe. Mutter Shelby. Genau. So, jetzt kommt Mutter Shelby mit dem Fläschchen. Komm schon, klein Pupsi. Hier, hab was für dich. Komm mal hoch. Oh, Emily, hast du Hunger? Hm? Warte. Ich halte das Fläschchen ein bisschen schräger, dann kannst du trinken. Okay. Okay.
Hey, der macht das ja gar nicht mal so verkehrt. Oh. Das tut gut, ne, Kleine? Oh, guck mal. Beruhigt, sie nuckelt. Oh, ist so schön. Mensch. Ganze Flasche. Boah. Jetzt musst du bestimmt was anderes machen, ne? Geh ich mal von aus. Sag ich doch. Klopf, klopf. Komm. Nicht husten. Ah, oh, sehr gut, Emily. Hm? Geht's dir jetzt gut, ja? Ja? So. Ich werde dich jetzt ein bisschen hin und her wiegen und du kannst ein schönes Nickerchen machen, okay? Ist das okay. Süß. Das ist ja mal süß. Das habe ich komplett vergessen, wenn sie schläft. Ja, jetzt ganz langsam und behaglich hinlegen. Ja, genau so. Am besten wäre es natürlich, wenn wir sie noch zudecken könnten. Okay, da hören meine mütterlichen Fähigkeiten auf. Arme Kleine, das Leben wird nicht leicht für sie. Schon mal erledigt. Jetzt gehen wir nochmal schnell gucken, was die Mutter macht. Moment. Das machen wir auch erstmal. Wir gucken jetzt mal raus. Sie steht auf. Danke für die Hilfe mit dem Baby. Ist doch kein Thema. Ich wollte sie nicht verlassen. Ich konnte einfach nicht mehr. Erzählen Sie ruhig weiter. Nur ohne Jeremy hier. Er war so ein guter Junge. Ich verstehe nicht, wie man ihm wehtun konnte. Tja, da wird's nicht nur dir so gehen. Kümmern Sie sich denn ganz allein um das Kind? Lebt Jeremys Vater nicht mehr bei Ihnen? Er verschwand. Ein Tag nach Jeremy. Ich weiß nicht, was mit ihm ist. Vielleicht hat er es nicht verkraftet. Seitdem kümmere ich mich alleine um Emily. Ich konnte es nicht mehr. Verstehe. Hat Ihr Mann noch etwas gesagt, bevor er ging? Hat er eine Nachricht hinterlassen? Nein. Er sagte kein Wort, als er ging. Da war dieses Handy. Ein Handy? Ja, ich fand ein Handy in seiner Kommode. Es war sicher nicht seins, ich hab's nie vorher gesehen. Ich wollte es einschalten, aber es ging nicht. Haben Sie es noch? Es ist in der Schublade im Wohnzimmer. Sie können es haben, wenn Sie wollen. Sie können sicher mehr damit anfangen als ich. Haben Sie Familie oder jemand, der Ihnen hilft? Ja, meine Mutter. Ich wollte sie um nichts mehr bitten. Wir kommen nicht gut klar. Aber ich habe wohl keine Wahl. Passen Sie auf sich auf. Und auf Emily. Ja. Mache ich. Versprochen. Aber nichtsdestotrotz... Scott, vergiss nicht das Handy. In der Schublade im Wohnzimmer. Das hat Susan gesagt. In der Schublade im Wohnzimmer. Das hat Susan gesagt. Ja, Schublade im Wohnzimmer. Da. Moment. Das sollten wir mitnehmen. Viel Glück, Emily. Pass auf deine Mama auf. Okay, ich denke, unsere Arbeit ist getan. Junge, 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 das war knapp. Eine Frau vom Tod gerettet? Oder vom Selbstmord gerettet? Ja. Ich hätte vielleicht die Nachrichten noch aufheben sollen. Naja. Immerhin scheint sie jetzt beruhigt zu schlafen. Tisch habe ich auch nicht aufgeräumt. Hätte ich vielleicht auch mal was machen sollen. Wer weiß, ob sie nicht rückfällig wird. Oh Mann.
Oh Mann. Gar nicht so schön. Bei meinen haben wir das mit der Kleinen hinbekommen. Das war schon mal etwas. Tja. Babymeister. Hehe. Naja. Schlüsselkarte, die er da hatte. Geht bitte zur Werkstatt. Was wir hier in der Werkstatt machen werden, das finden wir beim nächsten Mal heraus bei Let's Play Heavy Rain. Bis dahin, sprach der Raven Knight nimmermehr.